Hey Tilo, was ist denn heute mit Angeln hier? Was ist denn hier los? Ja, da ist einige Gedächtnissprichworte, meine Damen und Herren. Halli, hallo. Wir sind heute hier beim Arbeitseinsatz von unserem Angelverein und ja, der Kettensägenmann, der giert nach Bäumen, die er fällen kann. Natürlich alles nur Unkraut. Ja, ja. Aber keine Angst haben und ja, wir machen unsere Angelstellen ein bisschen schön. Alles, was verwachsen ist. Wir hatten ja vor 14 Tagen auch einen riesen Sturm. Da ist viel Totholz da und so weiter und so fort. Eine ganz gute Resonanz heute. Okay. Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit zum Quatschen. Hier wird was gemacht. Aha, okay. Oh, alles klar. Tilo, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ich dachte, ich komme hierher, angeln raus und los geht's. Heute irgendwie nicht? Wir müssen ja, also wir machen das ja auch gerne. Arbeitsstunden bringen 5 Stück im Jahr. Aha, okay. Und da dieses hier unten ein Anglerhotel ist, quasi, wo man sich einmieten kann, ist das gehört, dass das unserem Angelverein gehört, müssen wir die Angelstellen ein bisschen in Ordnung halten, Gehölz weg und sowas. Ja. Und da haben wir uns heute natürlich getroffen, alle sind auch bestimmt 15 bis 20 Leute, ja, sind bestimmt da. Okay, okay. Also ja, und das machen wir. Und das ist unser Beitrag natürlich auch zum Umwelt- und Naturschutz. Also wir gehen die freitags demonstrieren und tun dann samstags drauf die Umwelt vermissen, sondern wir machen, bei uns ist das gelebter Naturschutz und Umweltschutz. Okay. Also Müll aufsammeln, Gehölze wegmachen. Laubkehren, sowas eben. Müll wegräumen, genau. Genau. Das hast du ja schon gesagt. Wir machen auch viel an der Elbe. Also die Elbe wird gereinigt von uns innen und außen. Wow. Und ja, das gehört eben auch mit zu unserem Hobby. Und das sehen viele nicht und vergessen auch viele. Die denken, wir sind bloß am Wasser und trinken eine Flasche Bier und tun dicke Fische killen. Nee, das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt. Ne? Ja, ja. So ist das. Und ja, macht irgendwo auch Spaß, wenn man in der Gemeinschaft irgendwas machen kann. Also ist schon schön eigentlich. Ja, ja. Ja. Na ja, ist doch schön, wenn es dazugehört. Ja. Ne? Ja, ich kenne das auch, das vom alten Verein. Die kommen dann zur Hauptversammlung, sich ihre Marken abholen und dann siehst du das ganze Jahr nicht mehr. Ja, weil die 20 Euro, die das dann Strafe kostet, das ist den Leuten ja meistens das egal. Das ist aber leider auch bei uns. Leider auch bei uns an der Tagesordnung. Und das eben, unser Verein zum Beispiel hat 1200 Mitglieder. Größte in Sachsen wohl. Und ja, es sind immer die gleichen Leute da und immer so 25, 30 Stück maximal. Der Rest wird nur bezahlen und dann haben sie nicht wieder gesehen. Ja. Ja, ja. Gut. Ja, so ist das. Aber ich sag mal so, wenn hier 1200 Leute aufkreuzen würden, hättest du auch ein bisschen overpaced. Ja, da könnte man mal den Marder auspumpen. Aber ja. Natürlich werden die 1000, das ist ja immer auch, wie die gehen auch Wochenende arbeiten, ist ja eigentlich auch. Aber. Ja. Wenn man Zeit hat, dann kann man das schon einrichten, vor allen Dingen, weil genug Termine auch sind. Aber bei vielen ist es einfach auch die Bequemlichkeit, die Faulheit einfach. Ne? Ja, ja. Das ist das Problem. So ist es. Okay. Haben wir irgendwie heute noch danach irgendwie noch einen Angriff vor? Ja, oder? Vielleicht noch mal ein bisschen die Spinnrute schmeißen. Okay, okay. Eventuell, ansonsten nicht so viel. Erstmal sehen, wenn wir hier durch sind. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie spät es jetzt ist. Du musst ja dann auch noch irgendwie, du hast ja heute auch noch irgendwelche Verpflichtungen, ne? Ja, warte mal, wie spät ist das jetzt hier? 10:06 Uhr. 10:06 Uhr, naja. Mal sehen, mal gucken, vielleicht noch mal ein bisschen die Spinnrute schmeißt, da wird man nicht viel auch helfen heute. Ja, 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 okay. Wir werden sehen. Hm? Alles klar. Wir würden euch jetzt vielleicht noch mal ein bisschen die Täuschbare Marder zeigen. Ist gerade ein bisschen wenig Wasser drin, weil die hier irgendwelche Brückenbauarbeiten machen. Aber es ist auch schon mal interessant, die Marder mit wenig Wasser zu sehen, damit man da auch ein paar spezifische, typische Stellen findet und auch sieht. Ich meine, ich weiß aber viele, die eben bloß 2-3 Mal im Jahr hier angeln, die wissen das eben nicht. Die schmeißen eben 50 Meter raus und denken, dort ist der Fisch. Nee, das ist hier ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Weil hier ist so viel Struktur teilweise, das glaubt man gar nicht. Und auch das in unmittelbarer Ufernähe. Also das ist schon mal ganz interessant. Also wer schlau ist, macht sich einfach mal ein paar Fotos und guckt sich das mal genau an. Tilo, was habe ich denn hier entdeckt? Ja, ja. Da dann. Guck dir das mal an. Uns gibt es jetzt auch zum Kleben. Also wir können aufgeklebt werden. Aha. Die Aufkleber sind da.
Glatzhosen.tv. Uns kann man eine kleben. Uns kann man eine kleben, genau. Und ja, wie wollen wir es handhaben? Wer ihn haben möchte, der soll uns einfach ansprechen, oder? Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob du das postalisch verschicken willst, aber... Nee, wenn man sich sieht am Wasser. Ja. Ja, da kann ich dann gerne auch einen kriegen. Ich habe immer welche dabei. Helmut kriegt heute sein Kontingent oder ein kleines Arsenal. Wenn wir noch mal mehr brauchen, dann werden natürlich welche nachgemacht. Ja, ja. Aber wie gesagt, einfach uns einquatschen und dann ist das alles kein Ding. Ja? Okay. Und wenn ihr an irgendeinem Gewässer, an irgendeiner unverfänglichen Stelle, also wahrscheinlich nicht gerade auf dem Parkverbotsschild oder sowas, den Aufkleber seht, dann wisst ihr, aha, wir waren dort. Ja, nochmal Aufruf zur Sachbeschädigung. Kein Ding. Alles klar, gehen wir uns nochmal das Rondel angucken jetzt hier. Ja, okay. Vergleichen wir uns jetzt erstmal. Meine geliebte Teuschbacher Marder. Ah, ja. Sein Hausgewässer? Das ist mein Haus- und Hofgewässer. Hier habe ich auch quasi angeln ein bisschen gelernt. Also ernsthaft angeln gelernt. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu den Tiefen des Tilos. Ich kenne das Gewässer eben schon seit Ewigkeiten, schon seit der Arbeiten. Ja. Das sind die Angelfreunde, die heute beim Arbeitseinsatz dabei sind. Ja. Die schwitzen und schwitzen. Und hier ist das Anglerhotel hier unten. Das zeigen wir euch aber dann noch mal näher. Na, ich werde trotzdem mal kurz hier von der Weide. Mal gucken. Ja. Schön. Der Angelfreund, der jetzt kommt, das ist ein Angelfreund, mit dem ich schon bald 40 Jahre angeln gehe. Ob der gefilmt werden will? Klar. Will er, gut. Uwe, du schwitzt ja. Bitte? Du schwitzt? Ja, es geht. Geht? Ja. Ja. Das ist der Uwe. Das ist der Uwe, sein Sohn, der Luca. Ja. Immer fleißig. Ja. Schön. So, jetzt zeigen wir euch mal vom Rondell die Teuschbacher Marder und dann zeigen wir euch noch mal das Angelhotel. Ja? Okay. Ja, das ist die Teuschbacher Marder. Eine Teuschbacher, die bei Vollstau bis an die 25-30 Meter tief ist, vorne an der Staumauer. Die Teuschbacher Marder hat quasi drei Buchten. Einmal hier, wo wir stehen, im Lämmerbund. Dann da drüben fährt der Reichsbahn. Das ist eine Lehmbahn, Schmalspurbahn, die fährt da drüben. Und da drüben, wo die Brücke ist, dort ist noch eine Bucht, das ist der sogenannte Bohmannsgrund. Und wenn man hier weiter hinter fährt, die Straße, da ist dann nochmal eine kleine Bucht, die eigentlich keine Bucht mehr ist, weil es ist kaum noch viel Wasser drin. Das ist der Tennisgrund, aber das kann man nicht mehr als Bucht bezeichnen. Okay. Hast du alles schon beangelt? Habe ich alles schon beangelt. Die Teuschbacher Marder ist kein einfaches Gewässer. Ein guter Fischbestand ist da, von A bis Z. Und ja, es ist natürlich jahreszeitlich auch sehr, sehr unterschiedlich hier zu angeln. Also es ist quasi im Frühjahr muss man anders angeln oder andere Stellen auch nehmen, wie im Herbst, Winter. Ja, das Wichtigste an der Marder ist eigentlich, dass man ein bisschen Erfahrung hat. Ja, im Sommer ist es ein bisschen schwierig, weil sehr großer Badebetrieb ist und Freizeit- und Erholungssuchende da sind. Also das heißt, mit dem Boot, mit Stehpaddel da, oder wie das heißt, das neumodische Zeug. Badebetrieb, hier ist ja auch gleich Zeltplatz, ist ja ein Erholungszentrum quasi. Ja. Die Kleinbahn tut auch noch ihr typisches, ihr übriges und Garten, Einfamilienhäuser und sowas. Also man hat ja eigentlich im Sommer keine Ruhe, außer in dem Bereich. Aber dazu komme ich dann später noch mal. Und hier drüben ist noch eine ganz kleine Bucht. Hier drüben, das ist die sogenannte noch aus DDR-Zeiten ein Reliquium.
die sogenannte GST-Bucht, weil hier früher die Gesellschaft für Sport und Technik, GST, ihre Übungen gemacht hat. Ihre Tauchübungen, ihre Rettungsübungen und lauter solche Geschichten. Mhm. Haben wir speziell in dieser Bucht gemacht. Hier ist auch noch ein Rettungsdienst da, eine Wasserwacht. Ja, die ist auch jetzt noch aktiv. Die GST-Bucht ist ganz bekannt für größere Hechte. Hier kann man ganz gut Hecht fangen, auch Barsch fangen. Da geht es gleich sehr tief runter. Ja. Prinzipiell ist das Verhältnis an der Deutschbacher Mauer da drüben, auf der Seite geht es schneller tief runter, wie auf unserer Seite drüben. Da hat man erstmal einen flachen Bereich, bevor es dann wieder runter geht. Ne? Okay. Was drüben auf 10 Meter Entfernung hat man sofort 5 Meter Tiefe. Ne? Ja, ja. Ja, das ist dazu zu sagen. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal runter ins Anglerhotel. Mhm. Wir stellen euch das mal vor. Und vielleicht hat ja jemand mal Interesse, der hier mal übernachten will und mal einen Angeltag verbringen will. Der kann sich dann gerne melden. Das sage ich aber gleich, wo, wie und was. Okay. Jetzt sind wir hier an dem Anglerhotel vom Angelspezi Dresden XXL. Dann können wir reingehen. Kommt mal mit. Das ist im Prinzip eine kleine Schlösser, ein kleiner Unterstand. Abgeschlossen natürlich. Ein Grill ist da, Feuerholz ist da. Dort draußen ist ein Räucheröfen, eine Feuerschale. Ah. Tische, Stühle ist alles da soweit. Das ist ja schön gemacht hier, hä? Ja. Mensch. Der Obelst ist sehr spartanisch, aber reicht gut. Ja. Und was dazu gehört, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Kommt mal mit. Und natürlich gibt es da auch ein Boot dazu. Und natürlich gibt es da auch ein Boot dazu. Kevin fängt gerade einen Fisch. Tatsächlich? Ja. Ach, der Fisch. Der Kevin fängt gerade einen Fisch. Einen Barsch, nee, ein Hecht. Ein kleines Mini-Hecht. Weiß eh mal die Route nein. Ja. Also wie gesagt, hier gibt es auch ein Boot dazu, was natürlich genutzt werden kann. Ein ganzes Jahr Fisch zu fangen wird nicht ein Jahr. So ist das. Ja. So ist das. Der größte Angler Sachsens. Meine Damen und Herren, der größte Angler Sachsens. Das war der Hecht gehabt. Wie groß bist du? 2,7 Meter? 2,6 Meter ist er. Zentimeter eingegangen. Ist 1 Zentimeter eingegangen gegenüber vom letzten Jahr. Mit ja, letzten halt Jahren. Ich habe ihn auf den Lüssel gehauen von oben. Ja. Interessant. Ja. Okay. Ja, das gehört halt auch zum einen. Arbeitseinsatz. Und so weiter und so fort. Und schön, schön. Auch dann die verdiente Flasche Bier. Ja, bis dort habt. Die ist schon auf dem Bild. Ja, ja. Wenn ihr das Anglerhotel mal mieten wollt, dann wendet ihr euch einfach an den Angelspezi Dresden XXL und die ist dann alles weiter. Das ist auch sehr. Mario, was kostet das? Weißt du das? Ja, da weiß ich auch nicht so richtig. Also wie gesagt, also für Mitglieder des Angelvereins Angelspezi XXL Dresden ist es gratis, die ganze Geschichte. Und ansonsten für einen kleinen Obolus, ich weiß, das ist nicht teuer. Ich glaube, die Nacht 5 Euro und 10 Euro, ich habe keine Ahnung. Okay, ja. Okay. Einfach dort dann an den Laden wenden und die sagen euch alles weiter. Ja. Gut. Thilo? Ja. Arbeitseinsatz vorbei, was machen wir jetzt? Arbeitseinsatz ist vorbei, wir tun jetzt noch ein bisschen Plinkern, halbe Stunde, Stunde so ungefähr. Ja, ja. Und mal gucken, vielleicht steht noch ein bisschen was. Ja. Was hier alles auslangt. Und ein bisschen windig heute, also ist nicht gerade angenehm. Ja. Einfach noch mal eine Stunde probieren oder eine halbe Stunde und dann werden wir gucken und dann passen wir die ganze Geschichte ab und genießen den Rest vor dem Fernseher. So sieht's aus, ja. Alles klar. Thank you.
Jetzt ist ein TV. Wie sagst du das denn? Ich finde das cool. Findest du cool? Ja. Sehr schön. Wenigstens ein Fan. Und da ist der zweite. So, Fazit für heute, Tino? Fazit, wir haben jetzt noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geblinkert. Also mit der Spinnrute geblinkert. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht heute da noch. Wir waren noch mal kurz mit der Spinnrute unterwegs. Natürlich haben wir nichts gefangen. Es ist bloß noch ein Abgesang des heutigen Tages, mehr oder weniger. Also ernsthaft war das wohl jetzt nicht. Egal. Beim nächsten Mal dann wieder direkt reines Angeln angesagt. Wir wollten euch bloß heute mal zeigen, dass eben zum Vereinsleben nicht bloß Angeln gehört, sondern eben auch andere Sachen. Und ja, wenn euch das Video auch gefällt, Daumen nach oben. Ja. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Super. Dann wieder direkt vom Wasser und mit der Rute in der Hand. Wir bedanken uns alle ganz herzlich bei Tino, dass er uns heute auch das Angelgewässer, die Talsperre Malter, vorgestellt hat. Gerne. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen Angler sehr interessant, dass er da vielleicht mal weiß, wie er angreifen soll, wo er angreifen soll und dass eben von A bis Z alles drin ist, ist für manche auch interessant. Na? Und du angelst jetzt auch hier wieder. Ja. Sehr schön, alles klar. Tilo? Rosa, mach's gut. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Ja. Bleib sauber. Tschüssi. Kommt gut heim. Bis zum nächsten Mal. Mach's schon gut. Ja, ja, tschüssi. Gut. Tschüss. Ja, bevor wir es vergessen, wir haben ja, warte mal, Kamera gerade stellen hier, wir haben ja noch was aufzuklären, und zwar den Fauxpas, den wir im letzten Video gemacht haben. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir das Thema, wie stand es drin? Eigentum AVL. Wir waren letztes Mal gewesen ja in Schmölen und daneben war die Pausitzer Lache gewesen, wo wir, Tilo und ich, gedacht haben, da können wir nicht angeln. Warum können wir da nicht angeln? Weil es Eigentum AVL ist. Haben wir uns völlig vertan mit. Ist nämlich nicht richtig, was wir gesagt haben. Möchte ich jetzt hier gleich korrigieren. Also es gibt verschiedene Arten von Gewässer. Gewässereinteilung müssten wir jetzt mal durchnehmen. Wir hätten zum einen das allgemeine Angelgewässer, Typ A. Dazu zählen alle Angelgewässer vom LVSA, die im Gewässerfonds vorhanden sind. Die dürfen alle Angler von allen drei Verbänden beangeln. No? Dann haben wir J, Typ J, das wäre Jugendgewässer. Das dürfen nur Jugendliche angeln oder Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Gibt es direkt ausgeschriebene Gewässer für. Dürfen Angler über 16 Jahre nicht drin angeln. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, es gibt noch Typ P. Das wären die Fischereipachtgewässer oder auch Verbandsvertragsgewässer genannt. Die Eigentumsgewässer AVL gehören nicht zu den Verbandsvertragsgewässern. Die Verbandsvertragsgewässer bzw. Fischereipachtgewässer sind nicht im Gewässerfonds vorhanden. Deswegen dürfen die auch nur von dem jeweiligen Verband beangelt werden. In Leipzig gibt es da 7 Stück. Ich glaube, wir in Dresden haben nur einen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, möchte mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und wir als AVE müssten quasi Tageskarten uns organisieren, um im Verbandsvertragsgewässer von Leipzig vom AVL angeln zu dürfen. Das kostet, was weiß ich, Tageskarten, hat er mir gesagt. Also ich habe mit dem AVL telefoniert gehabt. Nette Leute. Die waren auch Feuer und Flamme für unseren für unseren Angelkanal. Vielen Dank nochmal. Schöne Grüße an. Ach, wie hieß der Kanal gleich? Hauptsache Angeln? Ja, ich glaube, Hauptsache Angeln hieß es. Ja, vielleicht angeln wir auch mal zusammen. Wie gesagt, Eigentum AVL ist nur eine Bemerkung, ist nur eine Randbemerkung, hat nichts damit zu tun, dass wir als AVE da nicht angeln dürfen. Es ist nur eine Bemerkung und wir dürfen nur in dem Typ P, Vertragsverbandsgewässern, dürfen wir als AVE nicht angeln, wenn sie vom AVL sind. Das habe ich jetzt hiermit klargestellt. So, und jetzt fahre ich auch nach Hause, weil der Tilo ist schon weg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.